Streit ums Kristall. Ach, das ist ja toll. Ist der beste Spawnpunkt aller Zeiten. Wirklich. Ja, man, lass mal hier runterrollen. Warte, wo bist du? Ich bin doch schon 3 Stunden lang runtergerollt. Ja, aber ich will jetzt nochmal runterrollen. Guck hier. Warte. Guck hier. Ja, roll ich halt hier runter. Ui. Ui. Voll gut geklappt auf jeden Fall. Begib dich zur Koksfabrik. Ich verstehe. Ist voll weit weg, die Scheiße. Ui. Also, weil du hier standest, bestimmt. Ja, ich dachte, das baut mich dann irgendwo an der Straße, aber nein! Wir stellen dich schön irgendwo in den Wald ab. Ohne Auto, ja, weil ich ja auch gar kein Auto mehr besitze. Beste einfach, ja. Ich hab auch kein Auto hier. Wir kapern einfach diesen Zug. Okay. Der wollte ich anhalten. Wann eigentlich den Zug kapern? Ja. Ja, genau, lass dich umbringen. Aber musst du das so dunkel sein? Ich hab so einen Zug noch nie entgleist. Ist doch gleich wieder Tag, Mensch. Doch gerade mal so 21 Uhr. Ist doch gleich wieder Tag. Da, ein Fahrzeug. Die Mission gibt's aber nur um 21 Uhr, weil die Zeit geht doch gar nicht weiter. Damn it. Tschüss. Oh. Nämlich ganz nett. Nimm dich jetzt mit. Das ist Sparta. Hier ist voll viel los, ey, bei dieser Sägewerksfabrik. Okay, yuppie. Sehr gut. Ja, ein Wenderadius wie ein 25 LKW ist, ne? Super Auto. Nein. Wir brauchen, ey, wirklich mal so ein Dingens, so ein FBI-Dingens. Den kann man aber eh nicht LKW in die Garage stellen, von da ist das verkackt. Doch, den muss man bei Los Santos Customs, kann man den. Ich habe das gestern gelesen. Was kann man den? Da kann man dann Pi-Sender und so anbringen, dann kann man den da drin parken. FBI-Truck. Diesen, aber so einen hatte ich doch letztens sogar noch. Warum hast du denn nee, nichts gesagt? Nicht so ein, ja, da wusste ich das noch nicht. Damn it. War gar nicht so leicht, war gar nicht so schwer, den zu kloppen, ey. Alles safe. Überhaupt gar kein Problem für mich. Ich dachte schon, wir explodieren. Ach, Quatsch. Oh. Ja. Fall da nicht durch, Mann. Da landen wir da unten. Nein! Da fällst du runter. Wie soll ich denn da wieder hochkommen? Mit Schwung. Alter, du hast voll recht. Oh Gott! Puh. Ich kann echt nichts sehen, weil die Sonne mich so blendet. Das nervt mich. Oh Mann. Was machst du da für eine Scheiße? Ich kann nichts sehen, wie ich schon sagte. Ja, bei mir ist die Sonne weg. Ja, weiß ich nicht, wo du wohnst. Vielleicht auf dem Mond oder so, aber. Bei mir ist die so ein bisschen. Die Sonne im Real Life oder was? Ja. Ja, ich hab Gardinen. Ich hab Gardinen. Doch ja, kein Sonnenlicht abbekommen muss. Ja, genau, jetzt besorgen uns hier noch 25 Sterne. Alle Reifen von dem zerschießen. Ich glaube, du wirst gleich noch genug schießen müssen. Scheiße, ich hätte vielleicht irgendwelche Munition haben sollen für diesen Kampf. Da ist die Koksfabrik. Da ist die krass. Florian, steh das Koks. Erstmal aussteigen. Ich bringe den Fluchtwagen schon mal in Position. Okay. Ach, hier sind schon Typen, warte. Die sind bestimmt Feinde, oder? Oh, hier sind Feinde. Aua, ich bin tot. Oh Gott, nein! Gott, Kaskal, du musst wiederkommen. Kaskal. Du hast unser einziges Leben schon verschwendet. Aua, Alter, die sind voll hart, die Gegner. Ja, natürlich. Das ist aua. High-Level-Mission, die ich hier habe. Hier hat man noch gar keine Deckung. Geh hinter das Haus, wo wir unser Auto reingefahren haben. Ja, ich bin ja hier oben auf dem Berg. Komm doch einfach da runter. Ja, nein, das sind doch die Gegner. Hinter dem Haus. Ja, wenn ich da runter springe, die haben mir gerade schon wieder ordentlich einen reingerömert. Guck mal, ich. Alter, Junge, mich aber auch. Hey, you need to get the fuck out of here. Keep calm. Wir müssen das einfach nur ruhig angehen.
Da kommt, glaube ich, gerade ein Boot oder so. Voll mit Drogenbaron. Problem. Komm her, komm her! Das Maul, Alter! Fuck, da ist echt ein Boot. Aber die sehen mich hier im Busch nicht. Ach, du sneakst dich schon an das Boot ran, das ist gut. Sneak mich doch nicht an, ich stehe hier im Busch. Ach so, so unterstützt du mich also. Drei Boote, da ist ein Typ drauf, oder was? Ja, echt nur. Au, aua! Da! Alter! Alter, Alter, die haben Uzis! Ich bin tot. Oh Mann, Qualle, ey. Warum bist du nicht mal vorsichtig? Ohne Scheiß, ich das jetzt alleine, wie die mich vollgepumpt haben? Aua. Oh, von der Seite, oh! Das war nicht gut. Die Bootfahrer, da waren ja mal übertrieben krass. Ah, die sniper ich dann einfach weg. Wo ist denn das Koks? Ach, das ist auf dem Steg. Da unten sind die Bootfahrer. Ach, die scheiß Wichser verfolgen mich hier, oder was? Das ist aber nicht wahr, ey. Wo bist du, Spasti? Lass nicht rennen, Ring, in dir riechst du keine Power. Gott, du bist so klug. Ach, so viel Munition habe ich für meinen Sniper. Ja, das ist ja super. Alter Junge! Die pumpen einen richtig voll, ey. Da oben. Da kann man auch nur in so eine Deckung gehen, da oben. Oh Gott! Was mach ich noch? Was mach ich noch? Das ist gar kein Problem. Hallo? Was hat mich denn getroffen? So, Pascal, jetzt müsstest du dich vielleicht nicht in 5 Minuten umbringen. Also nicht mal 5 Minuten, in 5 Sekunden oder ja. Wir müssen das Auto, müssen wir gut platzieren. Haben wir jetzt aber nicht mehr das Auto. Jetzt können wir sogar neu starten, du Dödel. Du drückst fortsetzen. Neu starten können wir das? Ja, weil wir verloren haben. Ja, das geht nicht. Doch, wir sind Noobs. Am wenigsten wird man hier gespawnt. Bist du blöd, ey, ohne Scheiß. Alter, wo ist denn die scheiß Koks? Aber ich das dann voll weg. Da wir nehmen ganz schnell das Koks und hauen dann ab. Meinst du, das funktioniert? Alter, wir brauchen das unsichtbare Bootmobil. Da können wir auf dem Steg rauffahren und dann übers Wasser fliegen. Können wir doch dahin tauchen, oder nicht? Oh, wie krass ich bin hier. Okay. Okay. Wie die mich da einfach runtergesteckt haben, ohne Witz. Nimm das Koks einfach und schwimm weg. Scheiße, da stand einer. Direkt auf jetzt bin ich unter, jetzt bin ich unter Wasser. Wenn man die Scheiße auch hier nicht im Dunkeln machen müsste, ne? Jetzt ist ja gerade das Knifflige. Das Knifflige? Knifflig, ey. Komm zurück aus den 90ern. Ich hab das Koks, ich hab das Koks. Was? Schwimm und ein Leben! Schlaf dir ein Auto und dann, okay, ich komm, ich versuch zur Straße zu gelangen. Tauch so lange. Oh, die kommen jetzt gleich mit Booten angefahren. In Unterwasser ist alles safe. Nee, Mann, die schießen doch auf mich. Ach, Quatsch. Nix können die. Oh Gott, jetzt kommen auch noch Autos, Pascal. Bitte, lass doch hier ein Fahrzeug für mich sein. Da ist ein Auto. Vielen Dank. Ich bin von irgendwas beschossen. Ich kann halt durch. Ich bin schon auf dem Weg. Ich hab das schnellste Fahrzeug von allen. Ein Minivan.
Oh Gott, der hat eine Kurvenlage. Die ist ja echt super. Ja, ich muss so einen kleinen Umweg fahren, aber ist schon alles. Ach so! Ja, das ist natürlich richtig toll. Alter, wie behindert, ey. Was denn? Kommt irgend so ein Spasti-Minivan von vorne und fährt wie so eine geistesgestörte Schwuchtel in mich rein. Einfach nur so. Soll ich hier schon an Land gehen? Ne, da vorne erst, ne? Das weiß ich nicht. Oh ja, kommt das Boot, da kommen die Boote. Oh nein, irgendwelche Boote. Halt durch, ich bin auf dem Weg. Mann, bin ich schnell, ey. Krass. Die schießen schon auf mich. Tauch, einfach tauch. Hier kann man nicht tauchen, das ist zu flach. Oh Gott, ich bin tot. Nein. Ja klar, wollen die mich verarschen? Warum liegt das Koks denn jetzt da hinten? Ja, wo denn? Ey, wie behindert, ey, ohne Scheiß. 25 Kilometer ineinander. Bist du gerade bei so Rednecks in eine Party reingestolpert? Mit einem Partycrasher, Alter. Oh. Was du da? Ich dachte, ich fahr mal so ein bisschen unter Wasser. Hm, funktioniert irgendwie nicht. Alter, tauch doch auf, du Spasti! Fresse. Ey, ohne Scheiß, du bist da hinten gestorben. Warum liegt das Koks denn jetzt da hinten im Wasser? Das weiß ich auch nicht. Ich muss gleich mal eine Strategie zu machen. Ich kann einfach nichts sehen. Ey, da bin ich doch auch gestorben. Da hinten, ne. Natürlich bin ich da gestorben. Du warst bei mir ganz woanders. Nee, ich bin da gestorben. Hat der scheiß Marker mir das falsch angezeigt, Leute? Alter, hast du das gesehen, ey? Bin ich ein Tier oder was? Oh ja. Du wirst aber gleich auch noch von Autos verfolgt und du hast nur eine Power bei mir. Reicht. Ich nehme einfach das Boot und dann fahre ich über den See. Fertig. Tauch, tauch! Hier ist doch niemand. Er taucht nach dem Koks. Der hat da oben geschwommen. Oh. Hi Leute, wie läuft's? Ich leih mir mal euer Boot. Oh Gott, ich werd beschossen. Leih das Boot doch schneller! Miami Vice Style hier, ne? Oh ja, ich hab auch den richtigen Style dafür. Oh ja. Eine chaotische Scheiße, ey. Ich fahr direkt in Travis Haus rein mit dem Boot, ey. Damit ich auch ja nichts aufhalten kann. Hui. Oh Gott, das ist ein Steg. Ist auch nicht so gut. Hat nicht ganz gereicht. Nichts und niemand hält mich jetzt noch auf. Knallt mich irgend so ein Redneck ab. Vom Fenster wieder. Alter, ich kann nicht über diesen Kaktus laufen. Nein, was? Lauf, Lassie, lauf! Das war jetzt überhaupt nicht anstrengend. Alter, wo ist denn sein scheiß Wohnwagen? Der kann doch nicht so weit weg sein. Da hat ja also ein Boot im Garten stehen. Oh, dahinter ist in meinem Weg. Das ist doch Travers. Ohne. I know. Education. Hier. Alter, geil. Hoffentlich kriegen wir für 100 Millionen. 1000. Alter, ich kann schon viel. 10.000. 10.000? Nicht schlecht. Immerhin hat sich's etwas gelohnt. Reputation, Digga. Basisarbeit. Steig in Rons Flugzeug. Ja, easy. Ist gleich hier um die Ecke, habe ich gehört. Was ist jetzt ein Auto hier? Ja, das weiß ich nicht. Da hinten irgendwo. Ich weiß es doch nicht. Jump, jump, jump.
Als zwei bist du auch wirklich unschlagbar. Habe ich bei dir auch so komische Spuren auf dem Rücken? Spuren? Hast du dich wieder selbst gegeißelt? Wie schnell ich einfach bin, ich mach dich voll fertig, ey. Fertig wie ein Rettich mach ich dich. Du kannst mich nur abdrängen, aber ich mach dich trotzdem fertig. Weil ich einfach so geil bin. Lauf schneller, Bitch! Oh, da ist so ein Auto. Hat nicht geklappt. Da! Schön stillhalten, Bitch. Während du ihn rausgezogen hast, hab ich auch erschossen. Fand ich auf der Straße, dann komm ich wieder Bullen. Ja, genau. Schön querfeldein, so wie sich das gehört. Mit einem fremden Auto. Hui! Butterweiche Landung, sag ich nur. Das war ein Pop-Schubert. Alter. Geiles Geländeauto einfach nur. Richtig geil, ne? Hast du nicht mal einen Kratzer reingefahren? Nee. Doch nicht. Das ist ja voll drauf. Ich glaube, ich kenne die Mission. Da muss man so einen riesigen Militärhubschrauber klauen. Nimm mir doch nicht alles vorweg, Mann. Hättest du doch eh gleich gesehen. Ja, gleich, aber nicht jetzt. Oh Gott, was hättest du denn gedacht, dass wir da machen? Keine Ahnung. Und da muss man einsteigen. Ich glaube, du musst auf der anderen Seite einsteigen. Echt? Ja. Lauf doch noch ein Rotor rein. Hä, wo will der denn jetzt hin? Ich drück auf 3, guck, was der jetzt hier macht. Ja, da geht der ein, wo man einsteigt, vielleicht. Nee. Zerstöre die Laser. What the fuck? Was sind Laser? Meinen die wirklich Laser? Okay, Pascal, das könnte etwas schwieriger werden. Zack ist nämlich hier. Was? Zack ist hier, wie von Saints Row 3 in die Gegner. Mit ihren Laserpanzern. Man, mach jetzt nicht einen auf Aviator. Ich bin der Aviator. Nee. Ich hab das schnellste Flugzeug der Welt. Schon wieder? Was? Schon wieder? Schon wieder. Schon wieder? Du bist doch so ein Widder, ey. Okay, Leute. Und mit Leute meine ich dich. Spring wieder raus, oder was? Weiß nicht, ich weiß nicht, ob man Dingens hat. Die Laser, ach, das sind die Jets. Hat man bestimmt einen. Bist du gerade gegen das Ding geflogen? Ja, ich bin ausgesprungen. Sollen die also zerstören? Bist du schon tot? Nee, ich bin gegen so eine Kiste geflogen. Hier sind aber Dingens, ne? Soldaten? Ja. What the fuck? Was ist denn jetzt passiert? Fahrzeug zerstört. Mann, du solltest da landen. Sagt wer? Fahrzeug, das Fahrzeug, deswegen heißt es ja auch Steig in Rons Flugzeug. Ne. Ach nee, neu starten. Ups. Du bist so blöd, ey. Erstmal fortsetzen drücken. Steigen wir mal in Rons Flugzeug, wa? Wird Wetter? Jetzt hast du mein Mission ist ja auch noch gar nicht geladen. Jetzt. Jetzt.
Ich fliege. Du, ey, du hast es voll nicht drauf, ey. Klar. Nix hast du drauf, nix. Da hab ich das drauf. Nee. Mal sehen, wie ich Flugzeug fliegen kann. Ach, toll, ey, sind wir gleich schon tot, ey, bevor wir überhaupt gelandet sind. Ich kann ja gar nicht aus dem Flugzeug rausschießen, das macht mich auch voll traurig. Das Fahrwerk, während ich starte, einfahren. Nein. Das wäre voll witzig. Total witzig, ey. Aviator 2. Aviator ist ja nicht immer so geflogen. Nee, der ist immer nur in Häuser reingeflogen. Alter, ist zu blöd. Flieg doch einfach nur. Oh, Alter, Alter. Ja, genau das habe ich nicht erwartet. Ja, voll, das steuert jetzt wieder wie so ein Schiff. Wie ein Schiff! Ich spring jetzt raus. 1, 2, 3, los. Was machst du da? Du kannst, ich spring raus und du landest einfach das Flugzeug. Ja, nein, dann stirbst du, weil da überall Soldaten sind. Ja, aber die sind da auch, wenn wir landen. Nein, das sind ja nur an bestimmten Punkten. Du hast ja keine Sterne, die spawnen leider nicht. Die sind nur an bestimmten Punkten. Ja, und ich war an diesen Punkten. Ich hatte eine gute Deckung, ich hätte die alle weggesnackt. Da. Was machst denn du da? Landebahn. Ich muss erst mal gucken, wo die Landebahn ist. Wieso geht denn jetzt immer bei mir in die Cinema-Kamera? Ist der behindert? Ohne Scheiß, ich kann nur noch die Cinema-Kamera angucken. Das ist so geil, das, was ich hier mache. Ja geil, jetzt haben wir richtig gute Deckung hier. Was machst denn du da? Kannst du mal anhalten? Fahr doch mal weiter hier zum nächsten Ziel. Das ist das letzte Ziel. Oder möchtest du den Weg laufen? Das letzte Ziel ist das. So. Wie zerstören wir den jetzt? Granaten? Ich hab keine. Warte, ich flieg den einfach hoch und dann. So, bring ich einfach raus. Das hältst du für eine gute Idee? Kann man da nicht einsteigen? Ich darf jetzt laufen. Da kann man nicht einsteigen. Ja, dann werfen wir eine Granate. Ich hab keine Granate. Hast du denn keine Granate? So, jetzt müssen wir die mit MPs zerschießen, was überhaupt nicht funktioniert. Schrotze. Da raucht doch schön. Da vorne kommt ein Hurensohn. Oh, da vorne kommt ein LKW. Mach die mal fertig. Ach du Scheiße, da sind 1000 Leute hinten drauf. Gut, dass ich so eine gute Deckung hab hier. Alter, die haben MGs, ne? Ja. Schnapp die. Hast du die alle umgebracht? Hier läuft noch einer. MG nehmen. 27 Schuss, ja geil. Achso, wir haben immer noch 3 Jets zu zerstören. Vielleicht hätten wir uns doch einfach Granaten kaufen sollen. Oder vielleicht einfach mal mit der MG draufhalten, ne? Ja. John Rambo-Style hier. Aber jetzt ist unser einziges Fahrzeug, was wir haben, auch im Arsch. Nein, das geht doch noch voll. Raucht doch noch gar nicht. Um eins. Aber da fehlt ein Reifen. Nicht nur einer, zwei. Drei. Mir ist vorne rechts der Reifen auch voll eingedrückt. Ja. Fahr halt doch irgendeine Deckung, ne? Nicht, dass du einfach so ins Hinbrett hast. Der Truck ist unsere Deckung. Wie meinst? Ich muss erst mal gucken, wo die Soldaten sind. Fahr doch nicht direkt hin! Alter, bist du doof? Warum fährst du jetzt da lang? Wieso? Ey, auf der Landebahn ist niemand, ne? Du fährst direkt in alle Soldaten der Welt rein. Ach, da sind Soldaten auch im Hangar. Alter, Junge, ey. Wir hätten von da hinten einfach so alle wegsnacken können. Da sind doch Soldaten, die stehen doch da direkt dran, ne? Ja, jetzt hast du schon 100.000 angelockt. Oh Mann, du bist so hohl. Du immer mich verbessern musst. Ja, ich sag, fahr da nicht hin. Du fährst direkt hin. Ja? Ja? Kannst du aus dem Auto schießen? Warum schießt du die denn nicht tot? Ich kriege gerade den Ding jetzt ab. Der MP.
So easy going. Oh oh, oh oh, der hat eine MG. Ich hab keine Munition mehr. Er ist ja schon tot. Können wir uns jetzt bitte ein bisschen ransneaken und nicht da reinfahren? Du fährst, ich laufe. Wie du willst. Ja, da hast du doch gar keine Deckung. Hab ich eh nicht bei deiner Fahrweise. Da kommt schon wieder ein LKW. Oder? Hä? Was ist das denn für der LKW? Hä? Der bescheuert bloß. Und davon sind zwei Trucks, Alter. Wie willst du denn da jetzt gegen ankommen? Mit dem Sniper. Wo ist der denn aber? Da ist noch ein Typ, ist da noch. Pull die mal ein bisschen, die Typen. Jetzt haben sie dich im Visier. Kommt einer auf dich zu? Ja, ich weiß. Der ist tot. Das ist der andere Typ. Ach, scheiße. Und da kommt ein Truck und ich habe keine Deckung. Wo kommt ein Truck? Von rechts. Da hinten? Ja, ich glaube, die sind down. Wie tut sich da nichts, ne? Da ist der Typ. Oh, da kommt einer von der Seite. Oh, oh. Hier lebt ja noch einer, scheiße. Wo sind die ganzen Dodgers? Scheint ganz schön wütend zu sein. Alter! Boah! Was die für Damage machen, ne? Ja, wenn die direkt vor einem stehen oder so, dann rühren wir die da ordentlich rein. Die ganze Ecke weit weg, ey. Blöderweise liegt der immer noch. Da liegt ja jetzt diesen Spasti am Boden. Der ist schon mal down. Der andere Typ. Auch down. Mann, die Dinger stecken viel zu viel ein. Aber was sowas bringt, wenn man auf den Motor schießt. Also merken fürs nächste Mal. Irgendwie Munition mitnehmen für Granaten. Ja, ein Panzer wäre nicht schlecht. Boah, ein Panzer? Willst du denn den hernehmen? Boah, ich lauf zu Fuß. Boah, Gott. Boah. Los. Guck erst mal, wo hier diese Leute sind. Von hinten scheint irgendwer zu kommen. Zwei. Hier ist nix. Alle tot gefahren. Erfinden. Ah! Aua! 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 Da hinten ist noch einer, ne? Okay, weggesnackt. Da hinten ist auch noch einer. Der rennt gerade zu dir. Ja, wenn man C4 hat oder so, ist das voll easy going. Zwei kommen von rechts. Schießt du nicht auf den Jet? Für nichts mehr Munition. Ich denke, du hast dich hier gekauft. Ja, für die MP und für die Dingens. Nimmst du nicht für alles? Also, eine Schrotze. Jetzt habe ich echt keine Munition mehr. Fuck. Alter, da kommen Typen von hinten, ne? Da ist auch ein Jet. Scheiße. Renny, du musst die töten. Ich kann die nicht töten. Warte, ich versuche den Jet da recht zu kriegen. Womöglich sein. Ne? Die umgeht, die kreisen uns ein! Ich seh die nicht. Einer kommt jetzt direkt zu mir.
Der ist tot. Ist da noch einer? Ja, hinter dem. Darf ich das? Da. Wie in den Deckung geht die Sau. Liegt der da? Er ist tot. Okay. An den kann man einsteigen. Sag mal, dann kann ich den doch hiermit zerstören. Das schaffst. Wahrscheinlich zerstörst du eher mich damit. Wie riecht da? Alter. Kein gutes Gefühl bei deinem Beschuss, ohne Scheiß. Lol. Stiehl den Cargo Bob. Ja. Ein bisschen Rückendeckung. Aua! Scheiße! Oh, hat er Beschuss. Da kommt ja wer von hinten. Toll. So viel mit zu deiner Rückendeckung. Ich schieße hier schon Raketen wie so ein Bekloppter. Ja, das bringt ja nichts. Das sind ja nur einzelne Personen. Ein Teamleben mehr. Da läuft einer. Ah, jetzt läuft er nicht mehr. Doch alle aggressiv auf mich sein, oder nicht? Ich glaub da. Ja, wie ist ja gerade gute Deckung. Okay, er ist tot. In den Hangar müssen wir. Den Hubschrauber da rausholen. Da sind da Typen drin? Aua! Aua! Also ja. Dann mach ich mal wieder einen Rückzieher. Noch eine Power. Das ist einer Boot. Seite vom Hangar. Gut. Ist jetzt aber nicht so gut. Ja genau, ey. Spawn doch direkt neben dem Hangar. Alter Scheiße, hier sind voll viele. Okay. Run! Steh den Cargo Bob. Spiel ihn. Oh Gott, da kommt einer. Oh Scheiße. Rotor ihn weg. Weg hier. Pass auf die Flugabwehr auf. Ich glaub, die ist ja nicht aktiv, du bist hier einfach so mit dem Flugzeug gelandet. Aber ich bin auch niedrig geflogen. Ich flieg doch auch niedrig. Alter Junge, kann sein, dass ich das schaffe. Oder du wirst jetzt noch von Jets verfolgt. Das wäre überkrass. Eigentlich ist die Mission machbar, wenn man die richtige Ausrüstung hat, ey. Wenn man Munition hat. Oh ja. Ja. Nicht nur für seine MP. Ich habe auch gar kein Sturmgewehr oder so. Nicht mal eine richtige MP. Auch die habe ich. Tja, warum kauft man ja keine Munition für? Und du dachtest, wir fahren nur mit dem Auto rum? Ja. Auf der Militärbasis? Ja. Das klingt logisch. Bin so eine schwere Mission gar nicht gewohnt. So. Cargo Bob. Kann man hier vielleicht Autos anheben oder so? Oh, Weezer News hier. Der Verdächtige wurde als Krimineller mit dem Straßennamen Feuerfrei identifiziert. Krass. Verdächtige soll anscheinend mit der Crew Games of Feuerfeuer unter eine Decke stecken. Krass. Der Verkehr in Los Santos ist so schlimm, dass eine Frau eine Leiche eine Mitfahrgelegenheit bietet. Was?
Der Bring den Sturmgewehr zur Arbeit-Tag ist heute. Ja, hab ich gemacht. Bring das Sturmgewehr zur Arbeit-Tag. Ach Leute, ich bin doch direkt da drauf gelandet. Muss ich da jetzt einfach aussteigen, oder was? Hey, sind die behindert oder so? Stiehl den Cargo Bob! Ja, hab ich gemacht. Ah, jetzt. Ich bin der König! Hui! Oh yeah, Digga. 15 JP-Punkte, sagst du? $25,000. Oh, geil.